scharf. Mm. Lecker ist es ja nicht, ne? Also das sieht jetzt ein bisschen schon so aus wie Vaseline. Ich verdränge einfach den Fakt, dass ich gerade was Mehlwurm esse. Und jetzt aus der Nase ausatmen, über den Mund einatmen, dann hast du so einen mineralischen Geschmack. Unsere Zukunftsbeauftragte Anna Kreuzberg ist unterwegs auf der Grünen Woche in Berlin. Ihre Mission ist klar. Wie schmeckt die Zukunft? Na dann, auf ins Getümmel. Was gibt's bei Ihnen Schönes? Bei uns gibt's Klimaschutzöl. Zur Erinnerung, Palmöl ist beispielsweise überhaupt nicht klimafreundlich. Die Plantagen verdrängen den Regenwald. Dieses Öl ist komplett anders. Wir brauchen einfach nur einen Bioreaktor, der keine Fläche verbraucht. Und dann gibt es Zellen, die nehmen einfach wirklich CO2 auf. Und wir blasen CO2 in die Flüssigkeit, wir rühren die um, sodass es schön verteilt ist. Und die Bakterien freuen sich, wachsen daran und produzieren letztendlich indirekt dieses Öl. Ich probiere das jetzt mal. Es schmeckt ein bisschen wie bittere, abgestandene Butter. Aber das ist ja was Gutes prinzipiell. Es ist trotzdem gutes Öl. Das ist nachvollziehbar. Na, es gibt ja auch noch jede Menge andere Leckereien hier. Zum Beispiel diesen pulverbasierten Energy Drink. Der spart sich die Aludose und ist komplett natürlich. Saftig, knaftig. Und jetzt kannst du das Ganze mal probieren. Ja, schmeckt lecker. Das schmeckt so ein bisschen wie nach Gummibärchen. Danach testet sich Anna noch durch Popcorn aus Lotussamen. Das klebt übrigens nicht an den Zähnen. Und sie knuspert kandierte Hanfnüsse, von denen man übrigens nicht high wird. Lecker sind sie trotzdem. Und dann darf sie sogar den Traktor der Zukunft testen. Nein, nicht den hier. Den hier! Und was wäre das Besondere daran? Er kann mit Pflanzenöl fahren oder auch mit anderen Biokraftstoffen. Und er könnte auch noch mit Diesel betrieben werden. Der Motor erkennt, was getankt wird und stellt sich optimal auf den jeweiligen Kraftstoff ein. Und jetzt bitte einmal alle A machen, beziehungsweise Spirulina. Ja, das sind die kleinen blauen Algen, die den Körper mit Mineralien versorgen sollen. Lecker ist es ja nicht, ne? Gut, dass es Spirulina auch mit Schoki gibt. Die schmecken dann doch. Köstlich. Und plötzlich, Sido, was machst du denn hier? Ach nee, das ist der Erfinder vom Energiesparhaus für Honigbienen. Und jetzt das große Finale. Was ist das? Das sind getrocknete Insektenlarven. Wow. Ist das das Essen der Zukunft? Vielleicht bald, ja. Wir stellen aktuell Tierfutter her, aber man ist auch für die menschliche Ernährung geeignet, ja. Ich mach's. Es schmeckt ein bisschen wie Brühwürfel. Ich verdränge einfach den Fakt, dass ich gerade was Mehlwurm esse. Grille. Eine Grille. Eine Grille. So schmeckt sie die Zukunft.